Herzlich willkommen zur zweiten Episode unserer News-Sendung Beta, präsentiert vom Bächli Bergsport. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei euch für euer Rieseninteresse an der ersten Episode und auch für eure zahlreichen Feedbacks. Steigen aber jetzt ziemlich schnell mal in die Sendung ein, denn wir haben viele spannende Themen. Wir fragen uns heute, wer könnte der oder die nächste 9C-Kletterin sein? Dazu haben wir Einschätzungen von Adam Ondra und von Jakob Schubert. Außerdem sprechen wir mit Klaus Isele, dem Sporttherapeuten, der Adam Ondra auf seinem langen Weg zu Silence begleitet hat. Einen weiteren Schwerpunkt haben wir mit Nicolas Favres und Sebastian Berthe. Die waren an den großen Wänden der Alpen unterwegs. Sie haben da ziemlich abgeräumt, aber auch für Unmut gesorgt. Darüber hinaus werfen wir einen Blick an die Nordwände von Eiger und von Wellhorn. Da waren wir an beiden Orten in den letzten Wochen zum Filmen unterwegs, konnten da spektakuläre Begehungen selber filmen. Beginnen wir zuerst mit den wichtigsten Kurzmeldungen. Der Franzose Charles Albert war zu Besuch in der Schweiz, genauer gesagt im Buldengebiet Fionnet. Er ist ja bekannt dafür, dass er quasi in den Wäldern unter den Blöcken lebt und die schwersten Boulder so klettert, wie Gott ihn schuf, barfuß. Nun hat er dem bestehenden 8C Boulder Foundations Edge eine Direktvariante verpasst, 8C Plus steht im Raum. Ebenfalls eine neue Variante, nicht minder schwer, wenn auch konventionell mit Kletterschuhen, gelang Gianni Clement im Magic Wood. Er reüssierte am Bruno Block, wo er die bestehende 8C-Route La Crosse d'Arlus mit einem neuen Ausstieg kletterte und die Bewertung 8C-Plus vorschlägt. Nils Faver, eigentlich vor allem als Boulderer bekannt, scheint auf den Geschmack von großen Wänden gekommen zu sein. Zuerst kletterte er zusammen mit Siebe Fané die schwerste Route im Alpstein, die Route Parzival im Grad 8B und anschließend gelang ihm auch Paciencia am Eiger, die mit 900 Metern und dem Grad 8A zu den schwierigsten Routen an der berüchtigten Nordwand gehört. Unterhalten wir uns noch kurz über Nils Faver. Remo, du warst ja dabei in Parzival, hast da fotografiert und dich auch als Filmer versucht. Genau, das war ein eher kläglicher Versuch. Ich war in dieser Meersalengentour Parzival im Alpstein unterwegs mit meiner Kamera oder meinen Kameras und auch meinem Telefon. Und beim Filmen in der Schlüssellänge natürlich von den beiden Jungs ist mir da ein kleines Malheur passiert, nämlich mein iPhone ist rund 100 Meter heruntergefallen, also Ich bin nicht der geborene Filmer für Meersalengenrouten. Nun sieht man es doch eher selten, dass ein Boulder-Spezialist mal eben schnell in die großen Wände geht. Wie hast du das erlebt? Ja, war super eindrücklich, den Nils da zu begleiten, zusammen mit Siebe. Und Nils ist ja eigentlich ein klassischer Boulder, wie du schon gesagt hast, ist Schweizer Elite-Kletterer in der Disziplin Boulder sehr stark. Und der ist aber super solid in dieser sehr technischen und plattentechnischen Route unterwegs gewesen, hat die durchgeklettert in einem Tag, am Tag vorher kurz ausgecheckt. Das war sehr, sehr eindrücklich. Und dann ist er dann weitergereist, quasi in die Eiger Nordwand, also hat dann ziemlich schnell einen Schub gemacht und ist da in die hohe Wand eingestiegen. Und ja, auch da, ich meine, da darf man nicht vergessen, klettertechnisch anspruchsvoll, aber das könnte man sagen, gut, Boulderer hat ja Strom, aber das ist ein sehr alpines Unterfangen, das er da in Angriff genommen hat. Wobei ihm da ja durchaus ein kleines Malheur passiert ist, wie ich gelesen habe. Ich glaube, er hat einen Schuh verloren. Genau, er hat dann irgendwann auf Instagram geschrieben und auch mir dann später erzählt, weil ich da nachgehakt habe, dass ihm plötzlich ein Schuh gefehlt hat im Hallback. Das Problem war dann, dass er dann mit nur einem Zustiegsschuh respektive runterlaufen konnte, einen Kletterschuh anziehen musste und die Westflanke des Eigers runterlief, war sicher ziemlich schmerzhaft und auch nicht ganz ungefährlich. Damit befinden sich nun zwei Zustiegsschuhe am Fuße der Eiger Nordwand, denn dasselbe ist übrigens auch Roger Jali passiert, als er mit Nina Gabret zusammen die Rohpunktbegehung von Mersey-la-Vie machte. Hast du ihn gefunden? Schabe? Später ist ihm übrigens auch das iPhone noch aus der Wand runtergefallen, da bist du also auch nicht alleine, Remo. Und damit wären wir beim nächsten Thema. Die Route Mersey-la-Vie, welche Nina Gabret zusammen mit Roger Jali und John Villanueva letztes Jahr eingerichtet hat am Genfer Pfeiler, die hat dieses Jahr gleich drei Begehungen erhalten. Zuerst hat sie Roger geschafft, dann Nina und schließlich noch die Schweizer Olympiahoffnung Sascha Lehmann. Wir waren auch dieses Jahr wieder dabei am Filmen, haben diese Rotpunktbegehung von Nina festgehalten und werden auf diesem Kanal demnächst eine packende Reportage veröffentlichen. Das, was wir hier sehen, ist schon mal etwas Footage, so als Vorgeschmack.
Du, aber sag mal, bei der Erstbegehung der Route Merci-la-Vie war ja noch ein Dritter dabei, Jean Villanueva, wo steckt denn der? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, der war da tatsächlich dabei, der wäre natürlich auch jetzt wieder gerne dabei gewesen bei der Rotpunktbegehung. Aber das ist eigentlich noch eine lustige Geschichte. Er war nämlich, als der Lockdown kam, irgendwann im Februar, März, da war er in Patagonien und saß dann dort fest und kommt seither nicht mehr weg von dort. Ich weiß nicht, ob er nicht weg kann oder nicht weg will. Auf jeden Fall ist er immer noch am anderen Ende der Welt. War dann aber doch gewissermaßen dabei bei Ninas Rotpunktbegehung. Sean, where are you? Where are you, Sean? Where are you? Really? In my caravan, I'm stuck. Ja, nicht nur am Eiger haben wir gefilmt, sondern auch an der Nordwand des großen Wellhorn. Da haben wir Yannick Glattard und Silvan Schüttbach begleitet bei ihrer Erstbegehung namens Yin Yang, eine sehr spektakuläre Route. Da haben wir eben auch ein Video dazu gemacht, das wir nächste Woche auf diesem Kanal veröffentlichen werden. Also auch da wieder abonnieren, aber hier schon mal ein Vorgeschmack. Yes! Woo! Geil! Gerade mit der Runner zum Schluss, hä? Ja, muss ich. Motivation ist immer hoch, dass man sturzfrei schafft hier. Nicht zuletzt nach den verletzten Vorkommnissen hier. Geil. Ja, der Ablauf vom Tag. Ich bin da gestern am Abend noch jetzt hier raufgesäckelt und dass ich heute Morgen gar nicht starten kann. Ja, Silvan und der Matteo konnten gestern punkten. Sie waren ein paar Tage mehr schon in der Wand. Und ich hatte heute eigentlich erst meinen ersten wirklich Tag, den ich probieren konnte. Das sieht echt brutal aus. Ich hoffe, dem Yannick geht es irgendwie gut. Was ist denn da genau passiert? Ja, das war sicher ein Sturz, der nicht zu unterschätzen war. Aber Yannick geht es gut. Das ist also eigentlich glimpflich gegangen. Viel mehr will ich jetzt aber an dieser Stelle nicht verraten, sondern einfach nochmal empfehlen. Schaut euch das Video an. Kommen wir nun zu unserem ersten Schwerpunktthema der heutigen Sendung. Das geht um die beiden Belgier Nicolas Favres und Sebastian Bert. Die sind regelrecht durch die Alpen gefegt. Sie haben zuerst die Trilogie, die bekannte, geklettert, bestehend aus Silbergeier, End of Silence und des Kaisers neue Kleider. Ganz nebenbei haben sie noch Headless Children im Rätikon geklettert und sind dann weitergezogen zur Eiger Nordwand, haben dort eine der schwierigsten Routen, nämlich Odyssee, innerhalb nur eines Tages auch noch geklettert. Ziemlich abgegangen, was die Jungs da geleistet haben. Die beiden Belgier waren in gewohnt bunter Manier, wie man es von Nico Favres kennt, unterwegs. Also mit Mandoline, Velo und sogar Hunden. Und was sie da gezeigt haben, war schon sehr beachtlich. Wenn man bedenkt, dass das alles samt Klassiker bis zu 8B+ sind, die sonst eher Tage, wenn nicht jahrelang belagert wurden, bis zum Durchstieg. Man kann schon fast von einer neuen Form des Speedkletterns sprechen. So viele schwere Routen in so kurzer Zeit, das ist auf jeden Fall ein Novum. Es war nun aber so, dass in der Kletterszene diese schöne Begehung doch hinter vorgehaltener Hand zu Kritik führte, unter anderem weil die beiden viele dieser alten bestehenden Klassiker in ihrer Schwierigkeit abgewertet haben. Wir haben Nico Favres deshalb gefragt, warum habt ihr diese Klassiker abgewertet? Well, actually we didn't really communicate about the downgrading because in my experience, it's kind of a shitty thing because when you downgrade, you get many people don't like you. If you bring this the crux pitch of this route on the ground in the similar style of climbing, I have to say that I think they are all of the crux pitch are a little bit soft for the grade, although it's a hard style. So even if it's maybe soft for the grades, it's a hard style of climbing. Ja, das müssen wir diskutieren, Remo. Nico sagt ja eigentlich, dass man die äußeren Faktoren bei der Bewertung nicht gewichten darf. Die Route soll also rein an den physischen Anforderungen bemessen werden, unabhängig davon, ob sie jetzt im Klettergarten steht oder 1000 Meter
in einer alpinen Wand die Seillänge sich befindet. Ja, herrscht denn darüber ein Konsens? Ein Konsens gibt es in dem Sinn natürlich nicht. Es war aber interessant, kürzlich hat Adam Onder sich zu dem Thema, wie bewertet man Kletterrouten überhaupt, geäußert. Und seine Meinung deckt sich eigentlich mit Nico Favres. Er hat gesagt, die Schwierigkeit, der Grad soll die reine physische Schwierigkeit kommunizieren oder ausdrücken, also nicht, ob die Route in der eigenen Nordwand ist oder im Klettergarten, sagt eigentlich dasselbe. Was aber in diesem Fall natürlich sehr ungewohnt ist, dass Sébastien Berthet und Nicolas Favres Routen, die schon lange bestehen und vielen starken Kletterern und Kletterinnen gepunktet wurden, jetzt plötzlich abwerten. Die waren eigentlich bestätigt in ihrem Grad. Und das kann ich verstehen, dass das natürlich zu Unmut führt. Genau, vor allem wenn man es so kommuniziert, wie Nico Favres es auf Instagram gemacht hat. Er schreibt da zum Beispiel über Odyssey, what was called the hardest route on Eiger. Das klingt schon etwas überheblich, wenn du mich fragst. Ja, genau diese Begehung der Route Odyssey am Eiger hat eben auch sonst noch hohe Wellen geschlagen, weil Babsi Zangerl und Jacobo Laucher haben sich genau diese Route eigentlich vorgenommen. Auch sie wollten die Route in einem Tag klettern, das im Rahmen eines großen Filmprojekt, und da kamen nun diese zwei Belgier und haben ihnen quasi vor der Nase dieses Projekt weggeschnappt und weggeklettert. Kurz darauf hat dann Jacobo Laucher einen Post auf Instagram abgesetzt und Folgendes geschrieben. Never meet your childhood heroes, they're gonna disappoint you. Er war offenbar sehr enttäuscht, dass die beiden Jungs ihnen dieses Projekt quasi vor der Nase weggeklettert haben. Wie wir gehört haben, waren Nico und Sébastien bei Babsi und Jacobo zu Besuch, bevor sie im Rätikon unterwegs waren. Sie wussten also ziemlich sicher, dass die beiden dieses Projekt sich vorgenommen haben. Wir haben deshalb Nico gefragt, hey, sag mal, gab es da ein Kopf-an-Kopf-Rennen? Wusstet ihr, dass ihr ihnen einen Strich durch die Rechnung macht? Actually, it was kind of a miscommunication and we felt a little bit sorry for Jacobo and Babsi. Because actually we are friends and before we arrive in Ratican we spend some time at their place, and somehow they mentioned they have the project to go to Odyssey, and there was a film project, but it didn't tilt in my mind that they would go when they were trying to do the first one day ascent of Odyssey. And actually I had the idea to try it already since 3 years, because I climbed Odyssey the first 13 pitches with a friend. Man muss bedenken, es sind beides Profis, Babsi Zangerl und Jacobo Laucher, aber auch Nicolas Favres und Sébastien Berthet. Die wissen also, was es bedeutet, ein großes Projekt zu haben, ein Filmteam, dass das einen großen Film drehen will. Und da würde ich jetzt meinen, sollte man vielleicht mal einen Schritt zurück machen und sagen, gut, die haben das von langer Hand geplant, wollten das an dem Tag machen, da kommen am gleichen Tag, cruisen die da durch und versauen ihnen irgendwo ein Stück weit das Filmprojekt. Ja, könnte man sagen, ist vielleicht nicht die beste Manier. Und es ist eben doch ein bisschen ein Haifischbecken, dieses ganze Profibusiness. Kann man das so festhalten? Ja, ich glaube schon, dass man eben sieht, das ist auch ein steinhartes Business, da wird gekämpft und ja, es ist nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen, wie man halt bei den Erfolgsmeldungen so das Gefühl hat. Greifen wir das Thema 9C nochmals auf. Wir haben ja in der letzten Sendung ausführlich über Alex Megos Erfolg in Zeus berichtet. Mit der Route Bibliografie haben wir nun eine zweite 9C auf der Welt. Ja, und jetzt wollen wir natürlich fragen, wer könnte der nächste oder die nächste 9C-Kletterin sein, einerseits, und andererseits, welche Route könnte als nächstes wiederholt werden? Aus unserer Sicht gibt es 4 heiße Kandidaten, die das Zeug zum 9C-Klettern haben. Platz 4 ist Laura Rogora. Die junge Italienerin ist momentan kometenhaft im Aufstieg. Als zweite Frau kletterte sie den Grad 9b. Wenn sie so weitermacht, muss sie früher oder später 9b plus knacken. Und wer weiß, vielleicht auch bald 9c. Auf Platz 3 sehen wir Sepp Bouin. Der Franzose kletterte bereits mehrfach im Bereich 9b plus, hatte mit La Roche d'Adamondra 9b plus auch die schwerste Route Frankreichs erst begangen. Nun wäre es doch naheliegend, dass er die neue schwerste Route Bibliografie 9C bald auch mal versucht, ist ja auch in seinem Land. Platz 2, Stefano Ghisolfi. Der Italiener wagte sich im vergangenen Monat in Adam Ondras Route Change mit 9B Plus bewertet und hat da schon eine sehr gute Falle gemacht.
Übrigens, die Schlüsselstelle hat er bereits gelöst und sah dabei etwas entspannter aus als Adam Ondra. Und schließlich unser Favorit auf Platz 1, der Österreicher Jakob Schubert. In ihm sehen wir den nächsten 9C-Kletter. Einerseits, weil er den Grad 9B Plus mit perfekter Mundo schon eingesagt hat, vor allem aber, weil er sich bereits in Bibliografie versucht hat. Da wollten wir natürlich von ihm selber persönlich hören, was so sein erster Eindruck ist. I'm really happy that I could do all the moves on it. So that was actually kind of surprising. I thought in the 9C I might have to work on the moves a lot more, but the moves were okay, I would say. One move at the very end is still something I'm struggling with, but I could do it one time. How it is when you connect the moves together, that's obviously a different game, but I'm psyched to return at some point and try it a lot more. Natürlich haben wir auch Adam Ondra gefragt, der als erster eine 9C-Route geklettert hat, wer denn als nächstes in Frage kommt und möglicherweise als nächstes eine 9C-Route klettern könnte. Er hat uns geantwortet: Ich glaube, dass Jakob am nächsten dran ist. Ich glaube nicht, dass Silence sein Stil ist, aber vielleicht Bibliografie. Wenn er also motiviert ist und viel daran arbeitet, habe ich keine Zweifel, dass er es schaffen kann. Ja, das ist eine spannende Antwort von Adam Ondra, finde ich, weil er ja gerade schon vorwegnimmt, dass er glaubt, dass Silence nicht Jakob Schuberts Stil ist. Und das wirft ja ein bisschen die Frage auf, wessen Stil ist denn Silence überhaupt, wenn nicht nur Adam Ondras Stil? Denn die Route, die wurde ja seit 3 Jahren, die gibt es 3 Jahre, nie ernsthaft von irgendwem versucht. Wir haben Adam das nochmals gefragt, ob das wirklich so ist. Er hat gesagt: Sepp Buah hat sie sich angeschaut. Ich gebe zu, ich habe Silence ausgesucht, weil sie sehr meinem Stil entspricht und nicht so sehr dem Stil anderer. Es ist ziemlich offensichtlich im Video, was für ein Kletterstil das ist. Sieht wohl einschüchternd aus. Das kann man wohl sagen. Absolut, ich würde sagen, wir schauen uns doch diese Szene mal kurz an, was Adam Ondra da genau macht und wie er da seine Knie verdreht. Es sieht verdammt ungesund aus, was Adam Ondra da mit seinem Knie anstellt. Es war für ihn auch die absolute Knacknuss in dieser Route Silence. Er musste sogar einen Sportphysiotherapeuten beiziehen, der ihn eng begleitete, damit diese Stelle überhaupt möglich wurde. Das war Klaus Isele und genau diesen Mann haben wir heute im Studio und unterhalten uns jetzt mit ihm über genau diese Schlüsselstelle von Silence. Das sieht irgendwie ungesund aus. Jetzt unsere Frage an dich, Klaus. Kannst du als Physiotherapeut hinter solchen Verrenkungen stehen? In Bezug auf den Adam, ja. Aber nur in Bezug auf den Adam für diese Tour. Das heißt, ich arbeite mit dem, was mir der Patient bringt, also der Athlet. Und seine Genetik lässt das zu. Sein Körperbau lässt das zu. Aber ich weiß jetzt im Moment keinen anderen Athleten, dem ich dieselbe Art empfehlen würde, diese Tour anzugehen. Und der Adam ist jetzt natürlich mit dem gesegnet, dass er eine gute Genetik hat in dem Bereich und die hat er noch ausgebaut. Und für Silence haben wir das so richtig auf die Spitze getrieben und aus dem letzten Ding noch was rausgeholt. Und das geht für ihn, aber nicht für Jakob. In der Beweglichkeit. Der hat andere Stärken, der kann anders pressen, der hat einen anderen Power. Jetzt als Vergleich, der ist mir als erster eingefallen. Du hast jetzt gesagt, eben, du würdest keinem anderen Athleten das raten, so das Knie zu verdrehen. Adam genau. Ondra hat die speziellen Voraussetzungen für diese Routen. Er sagt uns auch selber, ja, das ist genau sein Stil. Nun ist die Route 3 Jahre alt und keiner hat sich daran versucht, dann wird das so bleiben. Das glaube ich nicht, weil wir sehen so eine schnelle Entwicklung im Klettersport. Es kommen so viele Young Guns dazu, neue Kletterer mit viel effektiveren Trainingsmethoden, mit viel mehr Möglichkeiten und das Volumen an Klettern explodiert. Das heißt, das wird sicher einmal machen. Wie schnell das geht, weiß ich nicht. Wie gesagt, es ist eine sehr spezifische Tour, die vom Alex Mergos ist, glaube ich, nicht mit Silence vergleichbar. Ja? Auch der Typ, der Körpertyp, der Klettertyp zwischen den zwei oder wie ich vorher erwähnt beim Jakob, das sind ganz andere Typen für mich jetzt. Und wir haben ja im Film gesehen, wie du die Beweglichkeit von Adams Knie eigentlich auslotest. Könntest du jetzt einen von uns nehmen und die Beweglichkeit vom Knie testen und uns sagen, wie beweglich wir verglichen mit Adam Ondra sind? So auf einer 0 bis 10er Skala. Könntest du? Ja, passt, leg dir auf den Tisch. Ich. Ja. Wer will?
Nein, der Tisch hält den Dominik nicht aus. Du bist doch ideal. Ich bin nicht aufgewärmt. Möglich ist es, ja. Ich habe einen Kandidaten, den Mann also, hinter der Kamera. Mal. Gut, komm mal nach vorne. Da, auf den Tisch. Die hält noch. Langsam. Also, machen wir doch mal so eine Einführungsübung, oder? So ganz einfach, dass mal beide Beine da her, so. Beide. Mhm. Beide. Das schafft er. Das kommt Adam auch, ja. Und jetzt wirst du mal die Knie gerade in die Höhe drücken bis daher. Ja, da komm ich nicht auf. Du kannst ja eben, das ist das Problem. Oh, ist gar nicht so schlecht. Und dann müsste man noch das sehr spezifisch trainieren mit dem Füßchen und da auf oben ist ein Schlitz und dann musst du den noch verklemmen und so weiter. Das heißt, so war jetzt mal ein Teil im Training. Aber Entschuldigung, die Frage war Beweglichkeit, gell? Ja. Nochmal zurück, das ist das Bein ablegen. Und machen wir mal einen Meniskustest oder eine Rotation. Und wenn ich jetzt da bei dir beginne, dann ist jetzt da fertig, wo es beim Adam erst beginnt. Ist es jetzt so, dass die anderen Kletteranwärter, 9C-Anwärter einen Bogen machen um die Route, weil es verdammt spezifisch ist? Oder weil sie doch ein bisschen Respekt haben, überhaupt in den 9C einzusteigen? Da müsste ich jetzt die Bogengänger befragen, quasi, warum sie das machen. Aber ich denke, es ist eine Mischung aus beidem. So. Mhm. Die Bogengänger, die haben wir natürlich gefragt. Da gehört auch Jakob Schubert dazu. Yes, about Silence, the other 9C we have in the world in Flatanger. I'm not sure when I'm gonna try it. Obviously, I was more psyched to try this one since Silence looks a lot more awkward with this crack and like this really weird flexibility boulder, I would say. And obviously, Adam is like the best one on this style, and I'm not sure if anyone else can do it, but at some point, if I'm back in Flatanger, I definitely want to give it a go. 9C als Thema bewegt weiterhin. Wir sind gespannt, ob wir mit unserer Prognose richtig liegen. Falls ihr Tipps oder potenzielle Anwärter habt, die wir nicht genannt haben, dann schreibt sie in die Kommentare. Wir sind gespannt auf eure Meinungen. Wir sind aber jetzt am Schluss unserer Sendung. Fast am Schluss. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir noch dieses Produkt kurz vorstellen. Das ist die neueste Stirnlampe von Petzl. Die Ico Core heißt sie. Die ist sehr leicht und sehr hell. Das ist ideal für jetzt, wenn die dunklere Jahreszeit wieder kommt. Wir werden das testen für euch in einem separaten Video und auf diesem Kanal veröffentlichen. Wie immer, abonniert unseren Kanal und falls euch die Sendung gefallen hat, Daumen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Mal.